danke für die Hilfe. Aber ich denke, ich hätte ihn auch gleich geschafft. Hast du ein Ei für mich? Ey! Ich dachte, der gibt mir wenigstens was. So wie im zweiten Teil, dass ich dann so eine grüne Kugel kriege. Wenn ich irgendwelche Aufgaben mache, wofür die zu faul sind. Hier geht's, glaube ich, zur Skateboardstrecke, oder? Danke, dass du meine Stadt gerettet hast. Als Bürgermeister will ich dich mit einem unserer riesigen Hühnereier belohnen. Oh. Hühnereier. Natürlich. Sanders. Hi, hatte ich dich nicht schon mal irgendwie? Ja, ist gut, jetzt komm. Also, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Das ich je gesehen habe. Yay. Tschüss. Warum ist der aus der Welt rausgegangen? Ist doch seine Welt hier, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Hier geht's, glaube ich, echt zur Skatebahn, oder? Ja, doch, hier geht's zur Skatebahn. Die werde ich aber noch nicht machen. Die möchte ich mir nämlich gerne für einen Gast aufschonen. Auch wenn es mir schwerfällt. Ich habe schon Bock drauf, aber ja. So. Ich muss gerade überlegen. 294. Was hatte ich jetzt gesagt? 400 gibt's hier, ne? 104. Was? Kriege ich die alle in dem Special-Bereich? Glaube ich nicht. Echt? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Kann sein, aber ja. Aua. Das kapiere ich jetzt gerade nicht so ganz. Hier sind noch welche. Kann ich mir gerade nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, da kann man schon so ein paar Sachen holen in dem Skateboard-Bereich, so ist das nicht, aber so viel? Never ever. Kann doch sicherlich auf die Säulen auch drauf, wollte schon sagen. Da auf die Säulen drauf. Von da, ja, machen wir das mal so. Boah, nee, das war zu tief. So, jetzt bin ich mal überlegen. Was wird da so drauf, genau? Da so. GameTube. So, dann hier. Ach, die Musik ist so geil. Da hinten, genau, da kommt man bestimmt auch noch hin. So ein epischer Flug. Wow. Oh. Das ist, glaube ich, auch so eine Ecke, die man gut übersehen kann. Miles. Ich hatte ich auch gerade. Nee, doch nicht. Ah, du sahst genauso aus, aber du hast was anderes gemacht. Wenn das hier ein aktuelles Spiel wäre, dann wäre das jetzt hier ein Achievement, diese ganzen Bäume abzufackeln. Bin ich mir 100% sicher. So auf der PlayStation 3 oder bei Steam oder so. Aber ist es nicht. So, hier kam ich rein. Joa. Also wie gesagt, das ist jetzt extra, dass ich die Skateboardbahn nicht mache, noch nicht. Kann man hier tauchen? Ne, kann man nicht. Ist nur ein kleiner Brunnen. Ja. Aber die wird natürlich noch gemacht. Denn wie gesagt, 100% werden angestrebt und werden auch gemacht. Jo, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier raus. Oder kann ich das nicht, weil ich dann sonst zu wenig Eier habe, um in eine andere Welt zu gehen? Das müssen wir natürlich jetzt gucken. Das mache ich mit dem Gastkommentator halt in einem anderen Bereich, wenn es nicht anders gehen sollte. Das ist auch okay. Strecken. Ah, schön. Der Mann wird halt auch älter. Das ist ja 24, was soll ich machen? Level geschafft. So. Sheila. Wie viel habe ich denn jetzt? 8 Stück. Wenn ich 2 in Sheilas Welt kriege, dann geht's ja. Dann komme ich nämlich bei dem. In die Tokka-Tokka-Lodge da hinten. Takatuka. Sheilas Alm. Stand da.
Danke nochmal, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was diese garstige Zauberin mit meinem Zuhause angestellt hat, während ich eingesperrt war. Ich dachte, das hast du schon gemacht. Du warst doch schon lange Zeit befreit. Hast jetzt die ganze Zeit hier in diesem Raum rumgestanden. Geil. Hallo. Oshina, während du weg warst, hat uns ein Haufen Rinox aus unseren Hütten vertrieben. Ist aber nicht so schlimm. Bobby, Pete und ich arbeiten an einem schlauen Plan, sie wieder zurückzubekommen. Wieder zurückzubekommen. Jo, das ist eine der Neuerungen, die ich meinte. Wir steuern andere Charaktere. Mit verschiedenen, natürlich eigenen Eigenschaften. Also sie kann sehr hoch springen, sonst wäre es auch ein schlechtes Känguru. Also wir können einmal normal springen und wenn wir dann auf den Boden aufkommen, oder kurz davor, muss ich dann nochmal X drücken, dann machen wir diesen Mega-Jump. Weit springen können wir allerdings nicht, sondern nur so, beziehungsweise wenn ich in der Luft bin und nochmal X drücke, dann macht sie diesen Schnappsprung, nenne ich es mal. Das kann sie noch. Mit Kreis kann sie den Tritt machen, mit dem sie auch hier den Dingens weggeboxt hat. Den macht sie mit Viereck, macht sie den auch, okay. Ich glaube, viel mehr Attacken hat sie auch nicht. Ist halt unfair. So viel kann sie halt nicht. Was will man machen? Folge Bobby und Pete mit deinem Luftsprung. Es ist ganz einfach. Drück die X-Taste, wenn du beim Springen am höchsten bist. Ja. Es klang irgendwie ein bisschen zu geknödelt, das gebe ich zu. Also hier kann ich jetzt keinen Distanzangriff machen, von wegen hier Feuerspein oder so, sondern ich muss schon ganz nah dran. Wow! Aber Sparks ist auch hier und hilft uns, die Sachen einzusammeln. Tret dazu. Tritt, nicht tret. Ja, er würde uns wahrscheinlich nur sagen, wir können so den Sprung machen. Mit deinem Doppelsprung kommst du auf so steile Klippen wie diese hier hoch. Ja, drück die X-Taste, dann drückst du nochmal, genau, wenn du den Boden berührst, genau. Alles kein Ding. Oh, Moment. So ein Ding, was man, glaube ich, gut übersehen kann. Ah! Und der erste 25er, genau. Das hatte ich, glaube ich, war ich am erzählen, wovon mich Jäger mal abgebracht hat in der letzten Folge, glaube ich. Also, die roten Edelsteine, falls ihr es noch nicht selbst rausgefunden habt oder wisst, sind einer, zählen eins, die grünen zählen zwei, dann gibt's die blauen, die zählen fünf, dann gibt's die gelben, die zählen zehn und dann gibt's noch die lilanen, die violetten, die zählen 25, sind die höchsten. Ich glaube, hier gibt es keine neuen. Ich glaube, das ist hier so beibehalten worden sonst. Ja, bei Spyro würde ich jetzt natürlich hier einfach drüber gleiten, aber... Ja. Die hat aber auch Schochen, also die hat aber große Füße, du. Kennt ihr das Wort Schochen? Ich weiß es nicht, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Let's Play gefragt. Das ist so ein typischer sauerländischer Begriff für Füße. Da sagt Oma dann immer, oh, der hat aber große Schochen, hör mal. Oh, zieh dir was an, Schochen, mit kalt. Ah, endlich zu Hause. Hier, ich hatte es aufgehoben, um ein Omelette daraus zu machen. Aber ich glaube, dass du es mehr verdienst. Dankeschön. Gib her. Ruby, 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 Ruby. Ah. Ja. Schöne Schleife. Ah, ich kann mich so dran erinnern an diese Welt. Ja, ja. Kann ich hier aufs Dach springen? Ist da vielleicht was? Moment. Ich sehe nix. Nein, zu spät. Zu früh. Ne, kann ich aber nicht. Hat er ein großes Dach, ey. Meine Güte. Ich glaube, nach wie vor hat mir kein Gegner geschadet, so richtig, oder? Also Schaden zugefügt. Das macht mir etwas Angst. Das klang gerade wie der Anfang zu der Musik in Artisan aus Teil 1. Das Brr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 r
Zwei auf einmal. Bam. Ups. Na, komm. Du hast doch so breite Latschen, da kannst du da wohl drauf landen. Mehr oder weniger gut. Ey, hallo. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ist schon klar, Sheila, ist schon klar. Ja. Ich glaube, Dennis mochte die nicht so. Ich finde die ganz okay. Aber mein Lieblingscharakter, der kommt erst später. Also jetzt abseits von Spyro meine ich jetzt. Und von Jäger natürlich. Wie könnte ich ihn nicht lieben? Ja. Interessanterweise, das ist jetzt so ein kleines Detail, aber ich glaube, Fiona, der Faun, der Zaun aus Teil 2, der kommt diesem Spiel gar nicht mehr vor. Kann das sein? Ja, komm, kann ich ja nicht mehr ansehen hier. Nee. Hey, Sheila, lass uns einen Streich machen. Nimm dieses Ei und zerschmettere es an Billys Hütte, okay? Das ist meine Rache dafür, dass er mich das letzte Mal von der Klippe geschubst hat. Dann rächt du dich doch und nicht ich. Misch mich da nicht ein. Sheila hat aber auch irgendwie, ich weiß es nicht, so ein bisschen Peppe-mäßig aus Muppet Monster Adventure, so. Nimm mal das Maul offen. Katze Atemwegsstörung, man weiß es nicht. Bam. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, Fiona käme hier nicht in diesem Spiel vor. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob der Doktor kommt, glaube ich, wieder vor. Diese Rhinoxe haben die Macht übernommen. Es gibt keinen Weg, sie aufzuhalten, außer wenn wir ihre Hütten zerstören. Ihre Hütten sind aber zu groß, um sie mit einem Tritt zu zerstören. Versuch stattdessen, sie mit einem Kopfstoß zu zerschmettern. Ich wollte schon sagen. Ich lenke sie ab und du zerstörst die Hütten, okay? Wenn du jetzt noch einmal zerstören sagen wolltest, dann hätte ich dich, glaube ich, zerstört. Du weißt noch, wie man einen Kopfstoß macht, oder? Oder? Spring einfach und drück dann die Dreiecktaste in der Luft. Oder? Oder? Ja, oder? Ela, Ela, oder. Aha, du. Oh, Double Kill. Bam. 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 Boom. Die haben auch nicht viel in ihren Hütten drin. Muss man ganz ehrlich sagen. Stolz auf mich, ehrlich gesagt. Ach genau, noch eine. Ah, ich wurde erwischt. Das erste Mal, glaube ich. Oder sah das nur so komisch gebremst aus? Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal die Hütten kaputt. Um die Viecher kann ich... Wie viel spawnen denn da eigentlich so rein theoretisch gesehen? Das würde mich mal interessieren. Kriege ich meine ganzen Bereiche voll? Ne, kommt keiner mehr raus. So, ich erzähle euch jetzt gleich, was ich gerade eben erzählen wollte. Du machst diese komischen Geräusche, dafür musst du sterben. In Teil 2 gab es noch das System, beziehungsweise Moment, gab es das in Teil 2 überhaupt noch? In Teil 2 gab es das auch nicht mehr, ne? In Teil 1 gibt's das, oder gab es das? Ne, es gibt's ja immer noch. Dieses System mit den kleinen weißen Kügelchen, die so blinken, wenn wir Gegner schon mal getötet haben, dann kriegen wir ja, also beim ersten Mal töten kriegen wir ja, das klingt sehr sadistisch, ich weiß, aber es ist so, kriegen wir ja Edelsteine oder so, meistens Edelsteine, eigentlich fast immer, aber ich glaube sowieso immer, jedenfalls, und beim zweiten Mal töten, wenn wir nochmal zum Beispiel in eine Welt nochmal reinkommen, und die respawned sind, dann kriegen wir von denen in Spyro 1 ja diese kleinen weißen Kügelchen. Und wenn wir den Kreis davon oben rechts bei unserer Lebensanzeige voll haben, die es da in Spyro 1 gibt, dann kriegen wir ein neues Leben dazu. Auch das, in Spyro 2 gab es das schon nicht und hier gibt es das auch nicht mehr.
fiel mir gerade nur irgendwie so ein. Warum komme ich so auf Spyro 1 und was da so drin vorkommt, das ist halt momentan im Livestream noch aktiv als Spiel. Deswegen, hoppala, kam ich da drauf. Jo, das Leben, na, das Leben ja. Die Welt mache ich mal eben zu Ende. Ich glaube, viel kommt da ja nicht mehr. Und dann mache ich mal eben kurz eine Aufnahmepause. Dann ist nämlich eine Stunde Aufnahme rum. Und ja, ich glaube, dann esse ich mir erstmal was und vielleicht spiele ich heute Abend nochmal eine Runde weiter. Mal gucken. Bock habe ich. An Lust scheitert das hier sowieso nicht. Wenn du mal vergisst, wie du eine Figur oder ein Fahrzeug steuerst, geh zum Pausemenü und wähle Hilfe. Hilfe. Okay, Funke Mariechen, Hilfe. Danke für deine Hilfe, Sheila. Du kannst dieses Ei haben, das ich in meinem Haus gefunden habe. Ist einer in dein Haus eingebrochen? Geil. Naan. Klingt wie ein asiatisches Gericht. Gibt's da nicht sogar irgendwas, was Naan heißt? Oder? Nee, es gibt Lab, gibt es. Das ist aber kein... das kommt, glaube ich, aus... Oh... Ist das ein indonesisches Gericht? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ah? Nee. Muss da oben doch noch drauf landen, auf den kleinen Zipfelchen erst, oder? Oder kann ich die vielleicht... Nee, Moment. Ah, okay. So. Obwohl, ich glaube, ich lasse das erstmal mit dieser Konfiguration für den Controller. Man kann sich halt auch dran gewöhnen, so ist es ja nicht. Ja, ansonsten kann ich schon mal sagen, dass ich mit der ersten Session sehr zufrieden bin. Ich kann nur an die Decke gehen. So sauer bin ich. Nein. Unter die Decke gehen vor allem. 689. Na? So, wo habe ich denn jetzt hier noch Zeug vergessen? Würde mich mal interessieren. Wo war das? War das hier? In irgendeinem... Oder war es in Spyro 2? Irgendwie spackt die Musik rum. Auf jeden Fall in irgendeinem... Ich glaube in Spyro 2 war das, oder? Oder ist das vielleicht auch erst in Spyro 3? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man irgendwo Sparks anzeigen lassen, wo fehlende Edelsteine sind, wenn man alle vier Schultertasten, glaube ich, gleichzeitig drückt. Oder kommt das erst hier später, dass man das hinterher freischalten kann? Ich weiß es nicht mehr. 691. Wie fehlen denn hier noch? Oh, ach nee, da unten muss ich ja gucken. War gut. 27. Gibt es hier vielleicht irgendwas Verstecktes? Hoppala, das war knapp am Abgrund. Hier oben waren wir ja auch drauf. Ja. Ja, weites Blickfeld. Ich wüsste aber sonst nicht, wo ich irgendwas übersehen habe, ehrlich gesagt. Kann ich in sein Haus rein? Rein! Ja, schiebt nicht so Terror. Ist auf dem Dach vielleicht auch irgendwas? Nee. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Kann gut sein. Denkt mir die ganze Zeit hinter den Häusern irgendwie. Aber ist auch nichts. Hier kommt ja auch nichts mehr, oder? Ne.
Also jetzt so auswendig, muss ich ehrlich gesagt sagen, wüsste ich jetzt nicht, wo ich was übersehen habe. Kann man hier tauchen oder so? Nö, ist auch nicht. Kann sie überhaupt tauchen? Sieht nicht so aus, wenn sie schon so schwimmt. Der Wasserfall vielleicht? So der obligatorische? Nee. Ach hier, Moment. Aha. Ich glaube, das ist des Lösels Rätsung. Collect them all. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Oder? Nein! Och, Kinder, das macht mich doch nicht kirre jetzt hier. Och, drei Stück. Och, nö. Jetzt geht das wieder so los. Jetzt haben wir wieder den ganzen Level hin. Auch da natürlich, wenn ich irgendwie rumsuchen sollte und nach der Suche selbst nichts finde, dann könnt ihr mir natürlich gerne sagen, okay, Dave, da hast du was vergessen oder übersehen. Sonst möchte ich nämlich erstmal gerne selber immer suchen. War ich da links neben der Hütte? Ah, oh, Moment. Das sieht doch so auffällig aus. Aber hier ist auch nichts. Shit. Drei Stück. Hier unten irgendwo. Na. Ja, toll. Mitten im Weg. Ist nicht im Ernst. Yay. So, ich gehe aber mal den regulären Ausgang. Das werde ich nicht immer machen, aber ja, ab und zu. Wenn ich mal Bock drauf habe, dann mache ich das. So wie gerade. Vor allem, wenn es weiter weg ist. Das Ausgang. Dann halt so rum. Die zweite Warnung. Schau an, Jäger. Es ist die schaurige Zauberin. Ich habe euch bereits gewarnt, dieser Ort ist nicht für kleine Drachen und Miezen. Danke, aber wir können selbst auf uns aufpassen. Versuch auf das aufzupassen. Komm wieder, wenn du ausgelernt hast, okay? Sag mal, kommt es nur mir so vor? Oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? Ach, ich liebe diesen verzweifelten Blick einfach von ihm. Und es spackelt wieder rum. Es spraddelt einfach wieder und quaddelt. Ach, ich liebe es dafür. Hauptsache, es speichert erfolgreich. Es sieht so futuristisch aus, es ist geil. So, 11 Eier haben wir. Ja, wir sind Mutanten. So, dann speichern mal bitte, genau. Und ja, eben kurz gucken im Menü, was da so steht. 7% haben wir schon geschafft. Im ersten Teil der ersten Session. Ich gehe mal davon aus, dass ich heute Abend nochmal weiterspielen werde. Oder aber ich spiele natürlich heute Abend nochmal ein bisschen Tomb Raider weiter. Da muss ich ja den Rest noch machen. Ist nicht mehr viel, was da ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass dieses Let's Play startet. Aber ja, ein bisschen da muss ich noch machen. Aber das kriege ich auch noch hin. Ja, dann nochmal danke. An dieser Stelle, boah, ich habe echt Hunger, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Spyro 3 Year of the Dragon. Macht's gut, bis denn, euer Dave.